Willkommen im Zentrum der deutschen Sozialdemokratie. Hier wird Demokratie noch gelebt. Wir verändern dieses Land. Danke. Zum Besseren, denke ich, oder? Bitte? Das Land. Ihr verbessert das Land zum Besseren. Also, Sie sind heute hier, weil wir ein Problem haben mit der jungen Zielgruppe. Unsere PR-Agenturen sagen uns, wir sind online nicht so gut. Warum die Anführungszeichen? Bitte? Online? Ach so, ja, das machen wir hier so. Online, Internet, Zukunft, Arbeiterpartei. Verstehen Sie? Aha. Genau. Wie kann ich euch jetzt genau helfen? Im September ist Bundestagswahl. Weiß ich. Das. Sie wollen also von mir, dass ich für Sie die Wahl gewinne? Genau, das macht doch das Internet, oder? Also zumindest machen das alle anderen. Die AfD, Christian Lindner, Philipp Amthor. Wir wollen das auch. Das, was der Lindner hat? Also ganz ehrlich, da sind Sie eigentlich schon auf einem ganz guten Weg. Genau. Hä? Na gut, egal. Also, bevor wir loslegen, ich habe hier ein paar Sachen ja recherchiert, bevor ich hergekommen bin. Und da gibt es ein kleines Problemchen, über das wir vorher vielleicht kurz reden sollten. Und was? Nun, die Leute im Internet finden die SPD ziemlich schlecht. Quatsch! Die kennen uns doch gar nicht. Sekunde. Also, hier steht unter anderem, sie haben den, warten Sie, Staatstrojaner mit durchgewunken. Und das finden die Leute echt nicht so cool. Aber unsere Vorsitzende Saskia Esken, die war dagegen. Und sie war an diesem Tag krank. Warum jetzt die Anführungszeichen? Ich dachte, das macht man hier so. Hören Sie mal zu, werden Sie jetzt hier nicht frech, ja? Sorry. Hier steht sonst, sie haben sich für den Upload-Filter massiv eingesetzt, auch in Europa. Unterstützend oder tun zumindest nichts gegen die KUI und haben auch sonst im Wahlprogramm wenig stehen, was jungen Menschen noch Hoffnung auf ein freies Internet macht. Wie ich diese Nerds hasse. Bitte? Nichts. Nun, hier steht zu dem... Stopp. Ihnen ist schon klar, dass wir kurz vor einer Wahl stehen? Ja, ich glaube, das hatten wir aber schon geklärt. Wissen Sie, so September und so? Genau, also was soll denn das mit diesen alten Kamellen jetzt? Bitte? Ja, wissen Sie das denn nicht? Vor jeder Wahl, kurz vorher, vergessen die Menschen alles, was in den letzten Jahren war und wählen die Menschen, die ihnen zuletzt einen Kuli geschenkt haben. Ich glaube nicht, dass das stimmt. Nein. Daher brauchen wir sowas wie einen Internet-Kuli, verstehen Sie? Haben Sie schon mal was gehört von TikTok? Diese kleinen weißen Zuckerdinger... Ja, die kenne ich schon, aber ich glaube nicht, dass wir die verteilen können. Die kosten so viel Geld im Einkauf und Sie wissen, die letzten Jahre waren jetzt nicht unbedingt gut zu uns. Nein. Was Sie meinen, ist, sind TikTok. Was ich meine, ist TikTok, diese Videoplattform wie YouTube für Menschen unter 25. YouTube, ja, sorry. Ja, aber auf jeden Fall, ich dachte, vielleicht könnte ja Ihre... Arbeiterpartei darüber neue Menschen erreichen mit ihren Inhalten. Das finde ich gut, da können wir dann unsere Reden auch da posten und nach neuen Praktikantinnen suchen und vor allem diese Memes machen. Oder sie bieten auf dieser Plattform Inhalte, die die Menschen interessieren und auch für die Inhalte, die auf diese Plattform zugeschnitten sind und damit erreichen sie ein neues Publikum. Und wir fordern die Users dazu, auf dem Kanal zu folgen. Das wird super!
Vielen Dank, das war eine gute Idee. Und jetzt raus hier. Bitte? Hier ist beschränkter Zugang und es ist immer noch Corona, ja, also raus. Aber Sie haben mich doch eingeladen und wir haben noch gar nicht über andere Dinge gesprochen. Es geht um so viel mehr. Wir brauchen vor allem auch irgendwie ein Konzept der Partei, wenn Sie in den Wahlkampf gehen, wo es um zum Beispiel die Digitalisierung geht, vor allem auch, wie nur moderne Arbeitsplätze sich gestalten können, wie Arbeitnehmerrechte aussehen. Ja, ist gut jetzt. Schweigefuchs. Und beim Rausgehen nicht den Kuli vergessen, ja? Und SPD wählen, nicht vergessen. Scheiß Geringverdiener. Hildegard, ich brauche die Jusos. Ich habe für Sie eine Mission. Das wird toll. Du wolltest schon immer mal im Bundestag arbeiten. Bist politisch interessiert? Dann ist das deine Chance. So, Kollege, Sie wissen, was los ist. Aus meiner Sicht sollten sich Jugendliche überlegen, ob sie sich impfen lassen wollen. Diejenigen, die sich freiwillig impfen lassen wollen, haben meinen Segen. Ich habe es genug. Da hat er doch jetzt einfach das Outro vergessen. Muss ich jetzt nachholen, mache ich ganz fix. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst mir ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Lasst mir auch einen Daumen da, schreibt mir einen Kommentar. Und wenn ihr Bock drauf habt, vergesst nicht, auf den Schwurbelgenerator zu gehen. schwurbelgenerator.heywolfi.de. Wir sehen uns bald wieder. Bis dann.